Leute, was geht ab, Leute? Und hier erstmal Hagel schneiden. Yo, Hagel gerade geschnitten. Alter, wie schnell ist ein Monat vergangen? Ich weiß noch, erster Montag des Monats. Wir haben so ein Philly Cheesesteak abgecheckt, was Kai Pflaume gehabt hat. Zwei, drei Tage danach haben wir Kai Pflaume gesehen. Und ich habe gesagt, letzter Freitag des Monats gibt es auch noch was. Ich habe es nicht intelligent gemacht. Eigentlich hätte ich zuerst den abchecken sollen. Weil letzter des Monats und dann direkt ein paar Tage später der erste des Monats. So hätte ich den direkten Vergleich. So habe ich stattdessen einen Monat dazwischen Pause gehabt. Aber ich habe den Geschmack noch ganz gut in Erinnerung und werde jetzt den hier abchecken. Mein Gott. So sieht das aus, Leute. Anders saftig. Extra Halloumi first noch. Also unter Halloumi Fries verstehe ich halt nur Halloumi in Fries geschnitten. Also das ist Fries mit Halloumi. Netter Typ, Kuss geht raus an Munich's Trucking Good. Die sind verschieden, also das war eigentlich so der erste Foodtruck, der mir ins Auge gestochen ist und seitdem habe ich ja ernst viele Foodtrucks ausprobiert. Der ist überall, dies, das, echt ernst verrückte so krumme, so jeden zweiten Dienstag, jede gerade Woche, die hier und da, dies, das und das. Und jeden letzten Freitag im Monat ist er halt hier. Und ja, wollten wir schon öfters hin. Ich habe den schon einmal probiert, aber off camera. Und jetzt hier für euch. Der direkte Vergleich zu dem American Burger Bar, den Kai Pflaume hypt, oder? Bei dem anderen war es ja so richtig American Style, so richtig weich und matschig. So sloppy halt. Foto noch. Ich muss noch Foto machen. Also mir schmeckt der besser. Ich hab den anderen noch sogar noch im den Geschmack noch im Mund. Der war so heiß und das Brot war so labbrig, aber war gut. Aber der hier, das Fleisch ist so schön würzig. Gefällt mir viel besser. Ich glaube, ich setze den Laden auf meine Top-Liste. Hatte mal vor, irgendwie so Google Maps irgendwie was zu erstellen, wo ich alles pinne, was mir gefällt. Weil da haben auch schon viele gefragt. Hey, Hong, du hast doch schon viele Sachen jetzt getestet. Was sind so deine Favoriten? Also ich muss sagen, der andere, also der hier hat noch weniger Käse als der andere. Und wie gesagt, ich habe noch nicht so viele probiert, aber der Name sagt ja Philly Cheese Steak. Man erwartet eigentlich viel Käse. Also ich erwarte, wenn ich drauf beiße, dass so Käse rausläuft. Und da habe ich bei dem anderen schon gesagt, dass da relativ wenig Käse dafür am Start war. Und hier ist halt noch weniger Käse drauf. Aber mir schmeckt der viel besser sogar. Schauen wir mal, ob heute Abend was geht ohne Chung Banks, ob da ein Livestream stattfindet. Ich kann mal in die Gruppe schreiben, also vielleicht will Tati einfach so chillen. Wir haben ja noch Brate am Start, paar Snacks, bisschen Popcorn, alles testen. Je nachdem, eine Shisha und so geht schon. Apropos Shisha, muss da vorne bisschen Kohle und Tabak kaufen. Und vielleicht auch ein Bubble Tea, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Keine Produktplatzierung. Synergy, oder? Gestern diesen komischen nicht Energy Drink, einfach nur Drink von Snipes probiert. Check den Vlog ab. Hat mir nicht so getaugt, aber auf Synergy bin ich echt hängen geblieben. Oh. Verrückte Asian Drinks. Für ein Video vielleicht. Wenn nicht, dann einfach nur für heiße Sommertage, die noch kommen werden. Oh yeah. Yo, was geht? Ich schwöre, ich liebe die neue Kamera. Erstens, ich sehe mich selber. Der zweite Bildschirm ist zu krank, der vordere Bildschirm. Und die ist relativ schnell. Also jede Kamera hat so seine Macken. Es ist wirklich wie so ein Lebewesen, also wie so ein Haustier oder so. Du kennst deine Kameras. Die 4er, die 7er, die 8er, die ich hatte. Und jeder hat so gewisse Macken. Zum Beispiel die 7er, die ich jetzt lange verwendet habe, weil die 8er geschrottet wurde. Die hat beim Anmachen immer ein bisschen länger gebraucht. Also du hast drauf gedrückt und es gab echt schon fast 10 Sekunden Verzögerung, bis sie dann lief. Das heißt, am Anfang, wenn du was gesagt hast, das wurde nicht mehr mit aufgenommen. Und du lernst halt die Macken der Kameras und so kennen und weißt genau, was, wenn was ist oder dies, das.
Und auch bei der habe ich schon ein, zwei, nicht Macken, also nicht im negativen Sinne, wo man sagt, okay, gib zurück oder sowas, sondern so leichte Tendenzen habe ich auch schon bei der entdeckt. Auf jeden Fall, ich habe was bestellt aus Russland. Und zwar von Khabib Nurmagomedov. Der hat seine eigenen so Proteinriegel mäßig was. Und die habe ich bestellt, aber die haben mir irgendwas geschickt. Also ich habe auch schon bezahlt. Die wollen irgendwie nochmal extra irgendwas haben. Ich weiß es nicht. Irgendwas in Russisch und dann irgendein gebrochenes Englisch mit dazu. Also schauen wir mal, ob das irgendwann ankommt, ob ich das hinbekomme. Aber das ist schon krass. Der hat auch eigenes Khabib Wasser, aber das gibt es nur in Dubai. Also das wird nicht weltweit geliefert. Aber das zum Glück weltweit Shipping, worldwide. Und die von Binance haben sich wieder gemeldet. Hi, wir hatten dir letzte Woche unser Kooperationsangebot geschickt. Wollten nur noch einmal kurz nachhaken, ob Interesse deinerseits besteht. Melde dich gerne bei uns, falls du Rückfragen hast oder etwas unklar ist. Sollte ich aber echt machen, also es ist echt unhöflich, sich gar nicht zu melden. Ich meine, ich habe ja jetzt auch viele Anfragen rausgeschickt für Hongs Tour und für diesen einen Auftrag, den ich hatte. Groups hießen die. Und das hat mich auch gelangweilt, dass sie gar nicht erst zurückgeantwortet haben. Dementsprechend antworten sollte man schon. Und ich habe da auch eine andere Anfrage bekommen. Für so Wodka-Eis-Shots heißen die. Habe ich den Jungs so geschickt. Also ich als YouTuber natürlich die erste Bedenken. Okay, ist diese Firma seriös? Alkohol, sollte man dafür werben? Dies, das. Die Jungs so, oida, geil, Mann. Nehmen wir sofort. Dementsprechend, ja, wieso nicht für die Jungs. Für Chong und Nico. Bisschen Wodka-Eis. Jo, schaut mal, was ich noch hier habe, Leute. Letzte Woche haben wir hier ein paar Sachen ausprobiert. Alles mit Bubble Tea. Und ich habe Tati zum ersten Mal leiden gesehen. Zwecks Essen, also er hat schon oft gelitten. Weil Tati ist eigentlich, was essenstechnisch angeht, eine harte Nummer. Also das einzige Mal, wo er ein bisschen leiden musste, aber da hat er auch gut durchgezogen, war Durian. Und Tati ist auch so einer, der sieht immer das Positive, er immer so versucht, es immer gut zu reden und so. Und immer positiv, sagt nie so wie ich, oder ernster Scheiß, sondern sagt immer, ja, hat Potenzial, dies, das, man könnte. Und letzte Woche hat er zum ersten Mal gelitten. Und vorhin beim Einkaufen für die ganzen Getränke habe ich noch ein paar Sachen gesehen. Dasselbe vom letzten Mal. Okay, nicht. Also die super ekligen, diese Cake-Dinger mit Bubble Tea nicht. Aber das hier zum Beispiel. Mochi mit Bubble Tea. Und das ist aber eine Marke, die ist krass. Also wir hatten einen anderen getestet, Milk Mochi, der war abnormal und ich weiß, dass die, also ich hoffe, dass die Marke an sich einfach krank ist und deswegen habe ich die mal getestet und dann habe ich hier noch ein Eis, auch Bubble Tea Geschmack, sieht aber krasser aus als das andere. So, huh, also riecht wie ein Bubble Tea. Also der Milk Mochi war viel krasser, aber hat ein leichtes Bubble Tea Aroma. Aber da fehlt die Süße, das ist nicht so geil. Also der Mochi an sich, Hammer, gute Qualität. Das ist eine echt gute Marke, also wenn ihr das seht, holt euch Milk Mochi. Der war krank. Also das Mochi ist echt gut. Der Geschmack jetzt, ja. Es wird irgendwie nicht hart. Wenn es einmal irgendwie geschmolzen ist, wird es nicht mehr hart. Weiß auch nicht wieso, weil die anderen auch genauso. Und die liegen schon einen Monat oder so jetzt da drin. Also als ich sie gekauft habe, neu, war hart. Und seitdem sie einmal geschmolzen sind, sind sie nie wieder hart geworden. Und der auch. Also als ich es gekauft habe, war es hart. Zu Hause angekommen, weich. Und jetzt auch mehrere Stunden liegt er da drin und ist immer noch weich. Keine Ahnung, was los ist. Boah. Tati, leider nicht. Ah, das ist gut. Oh, das ist echt krass. Die Tapioca-Perlen noch richtig, richtig fresh. Mmh.
Und ein leckeres Eis. Nicht einfach so irgendwie ekelhaftes Eis, wo ein paar Perlen drin sind. Das ist echt krass. Das ist lecker. Das ist lecker. Also, zweite Chance haben die bekommen. Einfach eine bessere Marke. Und diesmal konnten die überzeugen. Weil das letzte Mal war richtig leise, richtig lustig. Check gerne das Video ab. Es war richtig lustig, wie die oder wir leiden mussten. Aber boah, das ist lecker. Chong ist live, er ist fleißig. Wir haben den wöchentlichen Stream verpasst, also hier Primetime-mäßig, aber Chong hat zweimal jetzt aus Malle gestreamt als Ersatz. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Also ich habe eine bessere Version, die kann Tati demnächst mal testen, gefunden von dem Mochi und von dem Eis. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch, investiert in Bitcoin. DeFi, Cashflow generieren, das war's von mir, Serious Business und ciao!